Einen schönen guten Abend zu einem neuen Video der Blechgefährten. Ich freue mich super, super doll auf dieses Video. Hab schon lange drauf gewartet. Jetzt ist es soweit. Ich werde euch heute zeigen, was ein Tuning-Boxauspuff einfach nur gesteckt auf einer PX125 bringt. Und das Ganze wollen wir nicht auf dem Prüfstand nachweisen, sondern wir fahren auf die Straße. Und ich habe mir dafür ein Gerät gekauft. Und zwar dieses P-Gear Geschwindigkeits- und Beschleunigungsmessgerät, und damit können wir richtig cool Zeiten auf der Straße messen, 0 auf 50, 0 auf 60, 0 auf 100 vielleicht, und gucken uns dann nach dem Intro auch nochmal an oder hören uns an, wie die Auspuffe sich unterscheiden vom Sound her. Ja, dieses Gerät hier habe ich schon vor ein paar Tagen ein bisschen getestet, um damit warm zu werden. Habe lange gesucht, was man denn alles so überhaupt nehmen kann. Ich hatte erst so eine Handy-App, die ich mir dann hier am Lenker montiert habe oder ins Handschuhfach gelegt habe. Und jedes Mal, wenn ich das Handschuhfach zugemacht habe und dann nur gerollt bin, auf die Straße gerollt bin, hat das Ding schon angefangen zu zählen. Und das ist wirklich Mist. Und er hier macht das so, dass du rollst, okay, er fängt an, stellt sich wieder hin und er fängt dann wieder an zu zählen. Das heißt, er nullt immer, wenn die Geschwindigkeit auch null ist. Und das hat den ersten Augenschein zufolge zumindest funktioniert. Wir gucken gleich mal, ob das richtig taugt, fahren damit direkt auf die Straße. Ja, und ich musste der Bella jetzt die Tage noch eine neue Kupplung spendieren, weil es war wirklich so, auf dem Gefährtentreffen hat mein Schwiegervater auch gesagt, der mit der Vespa gefahren ist, boah, das Ding, das rupft aber beim Anfahren, ich wäre fast hinten rüber geflogen. Ist auch so, die Kupplung war ganz schön ruppig. Ich habe dir jetzt eine neue Kupplung noch spendiert, die können wir jetzt von mir aus in dem Video verheizen, ist mir egal. Vielleicht liegt es auch an der Primärdämpfung, ich weiß es nicht, ich hoffe es nicht. Wenn nicht, dann müssen wir halt mit ruckligem Getriebe dieses Video machen, werden wir gleich sehen, wenn wir losfahren. Den Ton vom Auspuff werden wir dann, wenn der ab ist, dann werde ich nochmal eine Szene einspielen und die beiden Tonspuren einfach nebeneinander legen, dass wir mal hören, wie sich das anhört. Ich werde euch dann auch mein persönliches Gefühl sowohl vom Fahren als auch vom Ton hier versuchen im Video rüberzubringen. Also los, ab auf die Straße. So, es ist jetzt, ja, keine Ahnung, 8:30, 9:00. Geiles Bild hier mit den Strohballen. Die Sonne ist untergegangen. Ich hoffe, die Bildqualität ist noch einigermaßen in Ordnung. Wir machen jetzt mal zwei Messungen. Wir fahren jetzt den Berg rauf. Hier geht es so ein bisschen berghoch, wie ihr das seht, und bergrunter. Es ist wirklich sehr windstill. Und wir gucken jetzt mal, ja, was die gute Bella so im Originalzustand macht. Gut, zumindest für die Kupplung. So, Zeiten sind gemessen, jetzt geht's an die Vespa. Original ist hier an der Vespa eine 98er Hauptdüse drin und Scooter Center gibt an, die Hauptdüse zu ändern, um 4 bis 6 Nummern größer, also ein bisschen fetter zu werden. Nicht, dass mir das alles abmagert, irgendwie, wenn ich dann einen größeren Boxauspuff drunter packe. Und wir gucken jetzt mal rein, was meine Vespa überhaupt für eine Düse hat. Der Motor ist nämlich nicht überholt. Und ich habe aber beim Kupplungsausbau gemerkt, dass da schon mal jemand dran gewesen ist. Ne? Und dass da was gemacht wurde. Der läuft auch gut. Wir gucken jetzt aber da mal rein und dann lösen wir hier die 13er Schraube Mutter vom Auspuff, und für diejenigen, die das noch gar nicht gemacht haben, ist da unten noch hier eine 17er Schraube. Ich lasse immer die Luft ab, um die Schraube dann so ein bisschen besser rausziehen zu können. Die werden wir auch noch lösen und dann hauen wir den Auspuff nach unten drunter und legen das Ganze dann mal auf den Tisch mit dem anderen Auspuff zusammen, den ich dann gleich hole, und wir schauen uns den Unterschied mal an.
So, Auspuff ist ab, Düse ist raus. Das war eine 96er Düse, also ein bisschen magerer als eigentlich für eine 125er Lusso in dem Baujahr vorgeschrieben. Ist jetzt nicht das Drama, das Zündkerzenbild sah soweit gut aus. Wir werden dann gleich 6 plus 96, ich guck mal, ob ich eine 102er Hauptdüse habe, die werden wir gleich reinknallen. Und ich zeige euch jetzt mal den Unterschied der Auspuffanlagen. Ich glaube, man sieht es ziemlich deutlich. Links ist der Original PX125 Auspuff und rechts die BGM Big Box. Und klar, erstmal ist dieser ganze Boxkörper viel, viel höher. Das ist das, was sofort auffällt. Wenn wir von oben drauf gucken, sind die Abmaße zumindest von Länge mal Breite sind gleich. Was ich immer cool finde, ist hier diese Aufnahme, ne? Diese Art der Schelle. Das habe ich auch bei der Polini-Box gesehen. Die ist deutlich besser als hier diese kleine Pupsschelle da. Und das hier ist gleich ausgeführt, ne? Für die große Auspuffschraube. Was aber der ein entscheidender Unterschied ist, ist hier dieser Krümmer. Guckt mal, ich hebe jetzt mal die Kamera ein bisschen höher. Hier ist der Durchmesser gleichbleibend. Ne? Wir gehen hier rein, wir haben dann hier diesen Boxkörper, da ist auch wirklich nur Dämmwolle drin, das hat irgendwie keinen großen Effekt der Leistungssteigerung, da ist Dämmwolle drin, dass es einfach leiser wird. Und hier haben wir einen größer werdenden Durchmesser, wenn ihr euch das mal anguckt. Ne? Das ist hier ein zweiteiliges Rohrelement, deswegen ist hier auch dieser kleine Flansch an der Seite, das ist einfach eine Hälfte und die andere Hälfte darunter, die miteinander dann verbunden wurden und verschweißt wurden. Und das hat einmal den Grund, dass ich dann hier wirklich auch einen strömungsgünstigen Verlauf habe und nicht irgendwie Quernähte habe, die das Ganze dann turbulent aufwirbeln könnten. Dieser größer werdende Durchmesser hat auch die Funktion, mein Abgas aus dem Brennraum einfach besser rauszusaugen, ne? Und ich dadurch bessere Füllungseigenschaften des Zylinders kriege und annähernd so einen Mini-Effekt habe wie bei einer Resonanzauspuffanlage, aber halt nicht diese rückläufige Welle, die dann dazu führt, dass ich so eine Art Turbo-Aufladung habe beim Zweitakter. Wie groß die Leistungssteigerung ist, das werden wir jetzt gleich zumindest anhand von Zeiten sehen. Ich weiß gar nicht, was das Diagramm angibt, aber irgendwie so, ich gehe mal vielleicht von 1-2 PS aus. Wenn es jemand gemessen hat, einfach nur drauf gesteckt hat, die Bedüsung geändert hat, kann das gerne in die Kommentare schreiben. Und sowieso, wenn euch das Video gefällt, klickt da unten auf den Daumen nach oben. Von mir ist auch Daumen nach unten. Und abonniert den Kanal. Wir schrauben jetzt zusammen die Box drunter, gucken, wie das mit der Höhe passt. Weil das ist doch deutlich höher, ne? Nicht, dass die Bodenfreiheit total eingeschränkt ist. Und drehen dann eine Runde. Ich bin wirklich gespannt. Andere Düse kommt rein. Hier seht ihr das. Für diejenigen, die noch nie so einen Düsenstock gesehen haben. Hier oben dieses kleine Nupsi-Ding, was bis hier hingeht. Das ist unsere Hauptdüse und die wird jetzt noch geändert auf 102. Das Problem bei diesen großen Auspuffanlagen ist, dass hier oben dieses Blech für die Ständerfeder, dass das einfach keinen Platz mehr hat. Ne? Das ist von der Tiefe, von der Höhe, wie auch immer, einfach zu groß. Das würde hier immer anstoßen. Also, liebe Auspuff-Konstrukteure, wenn ihr euch das anguckt, baut doch da irgendwas mit ein, dass dieses Blech da wieder rein kann. Jetzt muss ich die Ständerfeder in dieses Loch der Traverse da reinziehen und das scheuert jetzt hier immer am Lack. Ja, geil ist es nicht, aber bleibt jetzt so. Leute, wir haben den Soundcheck vergessen. Jetzt ist der Auspuff dran, der neue, aber wir haben kein Soundfile aufgenommen vom Originalauspuff. Wenn ich noch irgendwo auf dem Rechner was finde, dann spiele ich das jetzt ein. Und falls nicht, dann geht es jetzt direkt weiter und wir hören uns jetzt aber mal an, wie die BGM Big Box klingt auf der PX125. Los geht's!
Okay, der Sound ist geil. Der Sound auch, wenn man ihn gerade gehört hat, aber der Sound von der Vespa ist auch gut. Ich habe mit was Dumpferem gerechnet, so ein bisschen. Klar bin ich vielleicht verwöhnt von der Polini-Box und der 200er PX, aber der Sound ist cool. Es ist so ein kleiner, unterschwelliger, ich will nicht sagen blecherner Ton dabei, aber irgendwie so ein markanter Ton, der es irgendwie besonders macht. Und das finde ich gut, wenn die Leistung sich jetzt ein bisschen verbessert, dann bleibt das Ding auf jeden Fall drunter. Optisch sieht es cool aus, Bodenfreiheit ist gegeben, mit der Feder gefällt mir nicht ganz so gut, aber die läuft noch, ja, gefühlt wie so ein Sack Nüsse beim Anspringen. Ich muss gleich mal gucken, ob ich vielleicht was an der Standgas-Einstellung mache, an der Gemischeinstellung für Standgas so, oder ob ich dann doch von der Düse noch ein bisschen, von der Hauptdüse ein bisschen runtergehe. Das wird sich jetzt aber gleich bei der Fahrt zeigen. Wenn ihr mal wissen wollt, wie man sowas bedüst, wie man sowas einstellt, dann schreibt es mal in die Kommentare. Das hier wird kein Vergaser-Einstellvideo. Ich werde euch dann die Bedüsung in die Beschreibung schreiben und wir sehen uns jetzt auf der Straße wieder gleich. Ich schnapp mir die GoPro und dann geht's los mit der Bella. Okay, ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber der Sound ist schon lauter. Die Gasannahme geht jetzt eigentlich auch. Wir müssen gleich mal gucken. Jetzt ist das Loch weg, was ich immer hatte, wenn ich Gas gegeben habe und dann direkt danach wieder Gas gegeben habe, hatte die immer so einen Verschlucker irgendwie drin. Das habe ich jetzt nicht mehr, glaube ich. Also ich kann euch jetzt schon sagen, dass es ein anderer Sound ist. Das ist eher so ein summiger Sound. Wenn ich jetzt fahre, ist eher so ein Mäh, also als wenn... Ja, so ein bisschen, na, vibrieren will ich nicht sagen, das hört sich alles so negativ an, aber es hört sich... Ja, ich weiß nicht, kann man schwer beschreiben. Das muss man gehört haben. Ich würde es jetzt erstmal nicht als so krass besser sagen, ich würde es als relativ neutral erstmal betrachten, glaube ich. Ja, es ist wie so ein kleines Surren ist dabei, das stimmt, Surren. Surren trifft es ganz gut. So, für all diejenigen, die jetzt meckern, ich muss meinen Spiegel abmachen. Der hat sich gelöst. Gut. So. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was das gute Ding so bringt. System checked okay. Also der Ganganschluss ist echt viel, viel besser geworden. Viel, viel besser geworden. Wir fahren jetzt nochmal nach da hinten. Noch einmal Topspeed. Man merkt das wirklich, dass im unteren Drehzahlbereich echt ein bisschen mehr Bums da ist. Im oberen Drehzahlbereich, naja. Ich könnte mir jetzt einbilden, dass die Geschwindigkeit höher ist. Müssen wir nachher mal gucken. Ja, wieder zurück im blechgefährten Headquarter. Ich habe uns mal die Zeiten, die ich im Video eingefahren bin, hier grafisch veranschaulicht. Das Coole an dem Programm von PGear ist, dass ich auch wirklich CSV-Dateien, das heißt einzelne Messwerte, exportieren kann und kann mir die dann ja mit einfachen Formeln hier in Excel einfach mal grafisch veranschaulichen. Und das Gute ist, wir sehen jetzt, dass ich hier eine Zeit eingefahren habe, 7,26 Sekunden mit der BGM Big Box im Vergleich zu der Originalauspuffanlage mit 8,7 Sekunden. Und das ist mal eben ein Unterschied von 1,4 Sekunden. Das heißt, die BGM Big Box ist einfach gesteckt mit einer kleinen Änderung der Hauptdüse 1,4 Sekunden schneller von 0 auf 60. Und das ist, kann sich sehen lassen, finde ich. Das ist eine coole Zeit. Hätte ich nicht gedacht. Ich meine, ich habe zwar gesagt, dass das sich schneller anfühlt. Klar, die Gangwechsel, die waren irgendwie spritziger, aber dass das 1,4 Sekunden sind, nicht schlecht. Das ist eine coole Sache, klar. Bergauf sieht das Ganze ähnlich aus. Haben wir hier auch eine schöne Differenz, die sich ergibt. Und diese Kurven sind echt interessant, ne? Also man kann hier wirklich sehen, wie ich meine Gangwechsel gemacht habe. Ich bin hier bis in den dritten Gang gekommen, habe hier immer diese Plateaus, das sind meine Wechsel. Hier ist so ein kleiner Knick drin, keine Ahnung, leicht verschaltet oder was auch immer. Vielleicht wäre das sogar noch schneller gewesen, ich weiß es nicht. Jedenfalls kann man das als cooles Resümee nehmen
und sagen, dass die BGM Big Box alleine gesteckt was bringt. Was die NPS bringt, keine Ahnung, habe ich noch nicht getestet. Man könnte damit jetzt mal auf den Prüfstand gehen. Vielleicht gibt es auch schon das ein oder andere Video dazu in der Form. Auf der Straße mit Zeiten habe ich es noch nicht gesehen. Mich freut das selber. Das ist jetzt die erste offizielle Messung, die ich mit dem Messgerät gemacht habe. Und ich kann euch sagen, da werden noch einige folgen. Das Teil bleibt bei mir auf jeden Fall. Die BGM Big Box bleibt auch unter der Vespa. Das war es jetzt erstmal zu der Analyse der Messdaten hier. Wir springen jetzt nochmal kurz ins Wohnzimmer, damit ich euch nochmal richtig schüsseln kann. Und dann war es das auch mit dem Video. Bis gleich. 1,4 Sekunden. Am Anfang hätte ich das nicht gedacht. Es fühlt sich auch, wie gesagt, nicht so schneller an, wie es jetzt in der Messung dann rübergekommen ist. Ich finde aber, dass es sich gelohnt hat auf jeden Fall. Es war ein super funny Video, muss ich sagen. Mir hat Spaß gemacht, mal mit meiner roten Bella schneller zu fahren, als ich sonst vielleicht fahre, so ein bisschen zu quälen. Und ich hoffe, dass sie mir das verzeiht. Die 1,4 Sekunden sind cool. Für, ich glaube, 150, 160 Euro kostet der Auspuff. Ist, denke ich, ganz gut investiertes Geld, dass man so ein bisschen was rauskitzeln kann aus seinem 125er Setup. Natürlich macht das noch mehr Sinn, wenn ich jetzt einen Tuning-Zylinder drauf habe und ein bisschen was an meinem Motor bearbeite. Dann kann ich da, denke ich mal, noch ein bisschen mehr rausboxen aus dem Boxauspuff. Und das werden wir uns dann aber mal von anders anschauen. Ich habe noch jede Menge Ideen, was diese Zeitmessvideos angeht. Das Messgerät von P-Gear ist jetzt auf, oder P-Gear, wie man es ausspricht, weiß ich jetzt nicht, ist auf jeden Fall Teil meines Equipments jetzt. Ich habe euch den Link nochmal unten in die Beschreibung gesetzt. Könnt ihr mal gucken, ob euch das auch gefällt. Ich bin auf jeden Fall viel mehr davon überzeugt, als diese ganzen Apps, die es gibt. Das funktioniert alles irgendwie nicht wirklich gut. Und ja, da kommt noch was. Bleibt dran, abonniert den Kanal und schreibt mal drunter, ob euch das gefallen hat und wie schnell vielleicht eure Vespa ist. Vielleicht habt ihr das ja auch schon mal gemacht. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.